Und dann herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place Video. Wir sind jetzt heute in einem Wohnhaus. Wisst ihr jetzt, was man sieht? Sehr schick. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an und erfahren die genaueren Hintergründe. Und dabei ist wieder der Jörg, der macht es hier noch. Getting ready. Also, schaut euch's an. Erstmal die Cinematics. Ich würde sagen, wir starten das Video mal von der Haustür kommt. Hier liegen erstmal lauter eine Liste mit irgendwelchen Häusern. Dann hängen hier noch die alten Anziehsachen und irgendeine Schuhcreme noch, damit die Schuhe immer schön schwarz waren. Und sonst ist hier auch schon nicht mehr viel drin. Und dann vorbei an unzähligen Schlüsseln gehen wir mal in den ersten Stock. Schauen uns hier aber nicht groß um, nur ein kleiner Blick. Und gehen dann direkt erstmal nach unten in den Keller. Dabei geht es hier in einem, naja, mehr oder weniger hübschen Treppenhaus hinunter. Und wir starten dann erstmal in diese Richtung. Hier war jetzt damals eine Bar. Ich gehe mal noch ein Stück nach hier. So, hier sieht man es ganz gut. Eine schöne Bar. Irgendwo wahrscheinlich auch abends mal gesessen hat. Was getrunken hat, fast ein bisschen wie ein Hotel. Dann waren hier einfach der Raum, wo die ganzen Sachen gewaschen wurde. Da steht noch so ein Waschbehälter von Miete. Und hier sind noch weitere Waschbehälter und die Wasserversorgung, Aufheizung und so. Linke Hand von der Theke ist dann ein weiterer Raum. Und hier drin war ebenfalls nochmal so eine Art kleine Stube, auch sehr schön hier mit diesem holzvertäfelten. Und halt an der Seite so Glasvitrinen sozusagen. Da steht dann noch ein Glas drinne. Falls ihr das seht, ja, perfekt. Und es war einfach sehr schön damals. Mit Fenster. Und überall stehen hier kleine Plattenspieler. Das ist einfach sehr, sehr schön. Wenn wir dann mal hinter die Bar schauen, sehen wir auch schon, hier liegt nicht mehr viel rum. Ist alles relativ kaputtgeschlagen. Hier stehen noch zwei alte Lautsprecher, aber sonst ist ja auch nicht mehr viel. Kommen wir hier in einen dunklen Bereich. Hier muss ich mal das Licht anmachen. Das ist hier ein Zimmer, wo einfach einmal noch so ein iPad-Stecker ist. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu hell, ja, da seht ihr es. Also vielleicht hatte der damals sich dann einfach ein iPad gekauft und hier das mit seiner Freizeit genutzt. Noch ein kleines Bett, ein Schlafplatz und halt ein riesiger Schrank. So seht ihr man ja vielleicht mal. Und hinten einfach nochmal ein Bett. Und Kronleuchter haben alles halt sehr auf alt gemacht und ein bisschen zusammengestellt. Und darum, es wirkt halt fast so, als ob hier auch mehrere Leute gelebt hätten. Nicht nur der Arzt selber, weil das Ganze ist eine Ärztevilla. Hier ist das Bad. Also eins der vielen Bäder. Was auch gleich auffällt, hier ist noch ein Rasierer, Zahnbürste. Irgendeine andere Lösung. Seife, Nivea-Creme. Das ist schon sehr beeindruckend, dass hier auch noch so viel rumsteht. Und dann geht es hier zu einem besonderen Teil des Hauses. Dahinter sind noch Toiletten und nochmal Poolanlage. Das Ganze kann ich euch auch gleich noch erklären, was auch noch sehr auffällt. Erstmal steht hier noch ein guter Weinbrand und ein sehr, sehr schönes Fenster. Und dann kommen wir hier um die Ecke zum
Schwimmbad, beziehungsweise Swimmingpool, wie auch immer man es nennen will. Ja, ziemlich krass für den Typ, dass er ein eigenes Schwimmbad in seiner Villa hatte. Dazu ist hier gleich auch noch eine Bar. Also es ist schon sehr beeindruckend, das Ganze. Und dann geht's wieder hier runter, zurück in die Wohnung. Schauen wir uns hier mal weiter um, was wir noch alles so finden. Zurück durch die uns bekannten Gänge. Dann biegen wir ab in die Küche. Was hier auffällt, ist erstmal, es gab hier eine Durchreiche und einen Essensaufzug. Hier hängt auch noch ein recht interessantes Bild. Allerdings liegt hier alles rum und das sieht einfach nur sehr, sehr eklig aus. Also, das will man wirklich keinem anmuten. Was ich hier gerade auch nochmal gesehen habe, auf genauerem Hinblick, das ist von Denre. Das heißt, wahrscheinlich hat dieser Arzt sich mehr oder weniger auch bio- bzw. bewusster als manch andere ernährt. Und damit kommen wir auch schon hoch zum nächsten Gebäude. Kommen wir hier vom Treppenhaus rein in weitere Büros. Gehen erstmal an dem Kronleuchter auf dem Boden rechts vorbei und schauen uns hier das Büro an. Ich weiß jetzt nicht, ob das so hauptsächlich Büro war. Also ich meine natürlich hier Schreibtisch, Schreibmaschine. Ich glaube, das war so ein Ding, um durchzufunken irgendwas. Ah, wahrscheinlich Behandlungszimmer. Auch irgendein Fernseher noch oder irgendein kleinerer Bildschirm. Und hier liegt dann steht noch ein großer alter Fernseher. Und ich meine, wer kann, der kann, ne? Elektronischer Tacker mag man auch mal haben. Dann geht's hier weiter. Oh, wir haben hier noch einen alten Spiegel. Könnten wir auch mal schauen. Ach. Oh, das ist nur noch das Cover. Von wann der ist? Ach. 2014 steht hier oben drauf. Also, 2014 wurde das Ganze hier höchstwahrscheinlich dicht gemacht. Ja, an dem anderen Schreibtisch sind noch, sieht fast aus wie der Empfang fast, jede Menge Fläschchen, auch noch mit Inhalt teilweise. Und halt weitere Faxgeräte und so. Und dann gehen wir mal in das letzte Teil des Büros, was schon fast wieder aussieht wie ein Privatsaal oder Warteraum, ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall ein riesiges Regal über die ganze Bandbreite. Kamin und Fernseher, also auch nicht schlecht. So, dann machen wir uns mal in den letzten Raum rein. Oh, ich habe noch eine. Herrlich frisch. Ach ne, ich dachte gerade, das fühlt sich an wie ein Kondom, aber das ist ein Alkoholtuch. Ups. Hier sind jetzt auch noch mehrere Kompressen. Ein hübsches Bildchen. Dann geht es hier direkt auf die Liege des Internisten. So, kann man gut lesen. Hier liegen noch so Spritzen eingepackt. Lauter Kälbelchen. Da gehen wir aber jetzt nicht genauer drauf ein. Hier in seinem super Schrank sind auch noch tausend weitere Sachen mit Spritzen. Und wenn man sich umguckt, ist hier wahrscheinlich ein Medizinschrank gewesen und hier lauert es an weiteren Spritzen. Und auch dieser Schrank war wahrscheinlich mit irgendwelchen Körperakupunktur-Dokumentationen. Alles klar. Also alles mögliche drinnen. Und es ist schon fast verwerflich, wie viele Medikamente hier einfach durchgehend auf dem Boden liegen. Wo ich gerade von Kondomen geredet hatte, da sind auch schon irgendwelche Spielereien damit passiert. Ist, glaube ich, erkennbar. War man dann fertig mit der Behandlung, hat man sich hier einfach aufs Sofa gesetzt und die schöne Zeit genossen in der Praxis. Naja, schön ist wahrscheinlich eher relativ dann. Wenn man hier war, hat man sich wahrscheinlich nicht unbedingt gefreut. Hier auf seinem hochheiligen Schreibtisch liegen auch überall noch so, ach so, ja, gegen das Licht halten, so Bildchen. Leider, naja, doch. Kann man noch was erkennen drauf?
So, aber schöne Treppe auf jeden Fall. Auch hier mit dem Kronleuchter. Nicht schlecht, der Specht. Hat man da draußen die Terrasse. Hier wieder ein schönes Sofa. Das ist wirklich beeindruckend. Dann ist hier nochmal ein. Ich würde was sagen, das sieht aus wie so ein. Also mindestens mal Frauenzimmer vom Schminktisch her, ne? Also das tut sich kein Mann ja an. Das goldene Bett ist jetzt auch nicht so männlich. Ja, und hier noch so ein weiterer Raum. Auch noch hier die Sachen für die Frau, wenn sie verreist ist. 5000 Bürsten. Das ist jetzt nicht so mein Revier. Oh, okay, hier ist auch noch ein weiteres Bett. Vielleicht hatte der Arzt ja auch einfach ganz viele Kinder. Und die wollten hier auch leben. Auf jeden Fall hatten die hier auch den Essensaufzug. Und wenn man dann hier weiterkommt, kommt man in ein rosa gefärbtes Bad. Naja, ist jetzt nicht so ganz meins, aber wem es gefällt. Hier ist auch noch Aktiv-Deo von Spar. Spar ist doch eigentlich eher in Österreich vertreten, dachte ich. Naja, wie auch immer. Gehen wir hier rum, wieder weiter. Was hier auch auf jeden Fall auffällt, wenn man mal an die Decke schaut. Da sieht man diese ganzen Punkte. Diese Punkte sind kein Style-Faktor, sondern sind einfach ein Faktor, um Geräusch zu unterdrücken, beziehungsweise einfach für die Dämpfung, dass du das nicht so laut hörst. Also, wenn du irgendwie um Hilfe geschrien hast, war's der Lost. Hier ist jetzt noch ein weiteres Zimmer. Und was auffällt, erstens, hier steht noch so eine elektrische Heizung. Also vielleicht haben die anderen Heizungen nicht mehr funktioniert. Und hier hängen jede Menge Klamotten mit auch noch so Preisschildern dran. Und auf dem Boden liegt sau viel. Das ist schon krass. Aber trotzdem ist halt irgendwie alles so ausgeräumt und leer. Aber es ist halt noch da, du musst es halt finden. Dann gehen wir hier weiter. In das erste Schlafzimmer. Auch mit riesigen Schränken wieder. Da liegt auch noch irgendwas auf dem Bett. Irgendein englisches Buch. Kalan Methode. Das ist das Students Book, also auf jeden Fall von einem Schüler. Irgendwas Englisches, das ist mir too much. Dann geht's hier weiter, wieder an einem. Ach ja, genau. Ein eigener Ankleidungsraum. Also, ich meine, wer kennt's nicht? Habe ich auch zu Hause, ne? Also, ja, gut. Dann hier nochmal ein Bad und müssen wir mal gerade hier. Okay, da ist noch eine Toilette. Schauen wir mal gerade vorbei. In das letzte Zimmer, hier auch wieder. Riesenschrank und zwei Betten. Also beschweren kann man sich echt eher weniger hier. Und dann gehen wir mal hier den Aufgang zum Dach hoch. Und es sieht fast aus, als ob es noch so ausgekleidet wäre zum Wohnen. Ich habe gehört, die. Boah, Knarz. Ah, das tut nicht gut. Aua, 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 aua. Stoppele, stoppele, stoppele. So, okay, dann sind wir jetzt oben. Koffer. Okay, hier ist noch der kleine bescheidene Motor für den Essensaufzug. Der ist jetzt auch dem Essensaufzug entsprechend nicht so groß. Okay, aber hier oben könnte tatsächlich nochmal so aktenmäßiges Lager sein und so. Also hier sind auch noch jede Menge Daten da vorne drin. So, dann kommt man von hier oben, geht man erstmal in die Schlafzimmer. Hier noch ein Waschbecken in Muschelform. Das wird gerade alles ziemlich vergoldet und so. Vielleicht hat hier einfach der Hausherr gewohnt. Das ist schon recht prunkvoll, das Ganze. Auch die Toilette wieder so ein bisschen in dem Stil. So.
Hier hängt sogar noch das Handtuch. Und dann ist hier eines der Arbeitszimmer. Ich kann es vielleicht mal gerade ein bisschen heller machen. So, genau. Hier ist eines der Arbeitszimmer. Wahrscheinlich vom Chef himself. Tausende Unterlagen. Ein riesiges Bücherregal. Und geht es hier noch weiter am Kronleuchter vorbei. Hin zu diesem Zimmer. Hier war wahrscheinlich jetzt kein Privatbereich mehr. Hier sieht man auch große Vitrine, Tisch, vielleicht sogar Esstisch damals. Und hier sind auch noch so Kerzen und so. Das ist schon sehr, sehr krass. Auch man sieht schon diese Schubladen. Sind alle von innen nochmal mit so einem leichten Samt ausgekleidet. Das ist jetzt auch nicht so Standard, würde ich mal behaupten. Ja, und hier halt einfach der riesige Schrank. Und diese Einlagen kennt man eigentlich als Besteckeinlagen. Also vielleicht war hier tatsächlich mal ein Raum, wo gegessen wurde. Ja, und dann guckt man hier in einen der Business-Räume, könnte man fast sagen. Müssen wir ein bisschen aufpassen mit den anderen, die uns sehen können. Da an der Seite liegen wahrscheinlich zwei Bibeln auf dem Tisch. Und hier huschen wir jetzt einmal schnell durch. Hier sieht man riesige, geile Sessel. Und nochmal ein riesiges Sofa-Regal. Und da hinter diesen Dingern waren damals wahrscheinlich die Lautsprecher. Und kommt man auch schon in den Bereich, wo es hier hochgeht. Und hier sind schon wieder irgendwelche Plattenspieler. So, das war's damit von einem weiteren Lost Place Video. Wir sind jetzt hier fertig. Ich bin hier gerade nochmal in der kleinen Schenke oder so. Ich würde mich gerne irgendwo hinsetzen, aber ich habe dann gleich Glassplitter im Hintern. Dies muss ja nicht sein. Ich vermute, er hat hier erstens sich alleine gelebt. Er hat wahrscheinlich mindestens eine Hausfrau, also nicht seine Frau, die Hausfrau war, sondern wirklich eine Haushilfe, die ihm auch gekocht hat oder so, weil Essensaufzug. Das heißt, sie hat einfach fertig gekocht, dann wurde das Essen da reingeschoben, dann ist das hochgefahren in seinen Raum, dann ist da, wenn man die Treppe direkt hochgeht, ist ja rechts ein Badezimmer, was ziemlich luxuriös aussieht. Und sonst noch sehr, sehr viele Zimmer hier und extrem viele Bäder, also alles bisschen mysteriös. Auf jeden Fall hat er nicht alleine hier gewohnt. Damit würde ich sagen, das war's von einem weiteren kleinen Find Lost Place. Schluss aus, Applaus nach Haus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne auch einen Kommentar. Bis dann, haut rein. Ciao.